Es ist 11 Uhr. Erstmal eine Frage in die Runde. Wer hat jetzt alles meinen Test noch nicht installiert? Wir arbeiten dran. Ich bin gerade Okay, dabei. dann fangen wir damit an. Dann müssen wir gucken, wie viel Zeit wir nachher noch zum Bauen haben, aber wir kriegen es alles hin. Wer ist denn jetzt noch nicht dabei, es zu installieren? Also sind alle dabei, meinen Test zu installieren? Ja. Wie bitte? Es ist Datei. eine Export, also eine Extrahieren-Dateien, geht das? Ich darf von Okay, dann auf dem Handy. Ja, danke. Ja, dann einmal die App Multicraft runterladen. Auf dem Handy ist es so komfortabel wie auf dem Tablet, aber es geht auch. Okay. Dann habe ich den Server angekommen. Das Passwort ist orange. Wo trage ich denn den Server ein, wenn ich die Seite vor mir habe, die Main-Menü-Seite von meinem Test? Moment, ich öffne das mal und teile meinen Bildschirm, dann zeige ich das allen, weil sind alle Super, so weit. klasse. Ja. Sehr cool, danke dir. Damit wir dann alle nachher Einstand haben. So, offensichtlich ist etwas schiefgegangen. Aber ihr hört mich noch? Ja. Gut, mein Rechner hat gerade technische Probleme. Das habe ich auch gerade gehabt, als ich den Bildschirm teilen wollte in MS Teams. In MS Teams, da steht hier, versuchen Sie wieder mit der Besprechung zu verbinden. Ich kann hier mal auflegen und nochmal neu reingehen. Was haltet ihr dann davon? Ich kann ja mal übernehmen. Ich habe hier schon die App. Das kann ich sogar noch auf dem Tablet machen. Wie heißt die App? Multicraft. Ich habe kein Internet, daran liegt es. Internet. Ich warte mal kurz. Weißt du nicht, wie das Internet hier Ich habe hier ein funktioniert? eigenes, ich habe hier ein eigenes Internet. Ja, das geht doch. Ja, bitte teile den Bildschirm. Habe ich schon gemacht. Okay. Genau, na, aber ich dachte, wir machen das, wie wenn sich eigentlich wenn alle dabei sind, weil sonst erzählen wir das nachher fünfmal. Genau, also bitte ich diejenigen, die schon so weit sind, noch mal kurz um Geduld und ich erzähle gleich erstmal noch nebenbei kurz was zu meinem Test. Ich muss bloß kurz meine Notizen öffnen, weil ich habe auf dem Rechner gerade kein Internet. Die Remote-Teilnehmer, können die uns gut verstehen? Daumen hoch. Ja. Können wir aber noch was verbessern? Wir haben hier kühle Getränke, die könnten wir durch die Leitung schieben. Ah, Genau. Cola. Genau, ich erzähle mal kurz, während alle noch fleißig installieren, kurz vorab noch mal was dazu. Also es geht ja in erster Linie jetzt hier auf der Menschen auch also bei dieser Veranstaltung auch um die Challenge. Die nehmen wir jetzt einfach als Beispiel, bevor wir hier dann gleich die da unterschiedliche Aufgaben machen, verwirrt und nachher gar nicht mehr zu der Challenge kommen. Ihr habt ja die Challenge alle mitbekommen, welcher Bestandteil der Lernumgebung in der Zukunft wirklich, wirklich wichtig ist. Und das kann man nicht nur mit Lego bauen oder aufmalen oder was auch immer, sondern wir können das tatsächlich auch im Mindtest bauen. Und das wollen wir jetzt mal probieren. Genauso, ich habe wieder Internet, ich bin auch gleich wieder drin. Und dann teile ich gerne meinen Bildschirm. Wie ist der aktuelle Stand? Wer installiert noch? Ich sag, hast du die Daten schon, wie du dich einloggst? Ah, okay. Ich bin jetzt aus dem Hotspot drinnen. Ja, ich würde die Daten sonst auch gleich alle nochmal ansagen. Bitte. Das war ich Mikrofon gerade. aus. Ich bin gerade neu eingestiegen und der hat mich automatisch mit dem Mikrofon eingeloggt. Alles gut. Sorry. Susan, den letzten hat sich gepostet. Wer war schuld? Manchmal bin ich. Haut wegen der Zeitüberschreitung. Aber sind alle Daten richtig eingetragen, ja? Ja, ich nehme an, ja.
Ja, dann ist es mit dem Internet schwierig. Also ich bin wieder Hotspot drin. Versuch mal bitte, wir gucken mal, dann müssen wir uns auf mehrere Netzwerke vielleicht aufteilen. Such mal im Netzwerk bitte Rooftop oder geh mal unten in der Netzwerk. Ich glaube, es ist ja noch wieder drin. Oder sehr schnell sein, aber hilft nichts. Ansonsten habe ich noch ein alternatives Netzwerk dabei, aber noch fest, oder damit ich hier mal. Ja. Ja. Geh mal bitte. Ja, das wird er. Genau. Und dann geht man da diesen Code, der hier oben steht, ein. Ja, diesen kurzen und sehr leicht lesbaren. Ja, in Deutsch. Kannst du noch ein Passwort dazu teilen? Probier das mal aus, wenn wir auch gehen, noch Netzwerke. Verteilen, dann geht das hoffentlich. So, okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Also nochmal kurz, schön, dass ihr alle da seid. Mit so vielen Teilnehmern habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. kurz zum Hintergrund, warum ich mich überhaupt so für Mentees engagiere und warum ich versuche, das auch ein bisschen mehr in die Breite zu bringen. Videospielen ist eine ganz tolle Möglichkeit, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Dann alle, die hier im Raum vielleicht irgendwie Kinder in dem näheren Umfeld haben, haben zukünftig, wenn sie auch in dem Videospieleralter sind, ein wenig mehr Verbindung zu deren Lebensrealität. Ja, und Kompetenzen, die man erwerben kann beim Videospielen, sind halt kritisches Denken, Problemlösefähigkeiten oder auch gemeinsam. Wenn man gemeinsam online spielt, lernt man auch ganz viel, ne, so über wie agiere ich im Team, wie organisiere ich mich und solche Dinge. Genau, man hat halt auch in Mentees ganz, ganz viele Möglichkeiten und die Möglichkeit des Serious Play wollen wir heute mal kennenlernen. Genau. Jetzt hoffe ich, haben alle oder annähernd alle Mentees installiert und wer ist noch nicht eingeloggt? Einmal Hände heben bitte. Ich bin noch nicht eingeloggt. Wer weiß noch nicht, wie man sich einloggt? So, ich teile jetzt meinen Bildschirm und dann zeige ich das allen einmal. Ich bin nämlich auch noch nicht eingeloggt. Es gibt oben in Mentees, man startet automatisch eigentlich bei Spiel starten. Wir gehen aber alle auf Spiel beitreten. Und dann gibt es rechts, kann man eine Adresse eingeben. Das ist meet.cognion.de. Findet man auch alles in dem, Channel, in der Minecraft-Rubrik bei Discord. Und den Port, den einfach, der ist voreingestellt auf 30.000, den einfach so lassen. Dann gibt man sich einen individuellen Namen. Und das Passwort ist erstmal bei allen identisch. Ihr könnt es aber im Nachgang ändern. Und es lautet Orange 42, alles klein. Genau, und dann bitte alle einmal versuchen einzuloggen. Ich habe dir dein Passwort wiedergeben. Wie gibt man das? Funktioniert? Perfekt. Wie gibt man denn den Port ein? Muss man da ein bisschen, bei der App. Genau, bei der App. Der Port ist ja nicht vorausgefüllt. Nee, bei der App hat es kein Portfeld. Wenn es kein Feld hat, dann würde ich es vielleicht einfach freilassen. So, wo bin ich jetzt gelandet? Da. Ich bin gerade gestorben. Das geht aber schnell. Du voll der Profi halt, ne? Schon wieder. Aber du bist online, ist doch schon mal so. Ich komme irgendwie nicht rein, weil gesagt wird, dass der Name schon vergeben ist, obwohl ich eine Zahlenkombination reingepackt habe, was sehr unwahrscheinlich ist, dass der Name vergeben ist. Und ich habe das jetzt mit 5 Zahlenkombinationen probiert. Sagt der Name ist schon vergeben? Ja, das ist wirklich sehr komisch. Also ich habe jetzt irgendwie mit Buchstaben, wilden Buchstabenkombinationen und einem Namen gemacht und es will nicht. Auf dem Server. Auf dem Server. Cognion.de. Genau, genau. Der Fehler, der ist mir ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Wenn du. Kann ich mal kurz den Bildschirm teilen und zeigen oder ist das blöd? Ich weiß nicht, ob das eingestellt ist, dass es geht. Oder du probierst es mal mit einem ganz anderen Namen vielleicht. Ja, kann ich auch machen. Also ich habe jetzt schon 5 Varianten mit Namen- und Zahlenkombinationen durch.
gut. Und jetzt stellt einfach mal eine andere Namenskombination. Sorry, es ist gerade sehr laut. Aber man muss die Eltern so B hat gleichzeitig was, dann schubst du auch nur auf der Stelle raus. Genau, danke. Dann, wenn ihr jetzt sonst soweit alle drin seid, vielleicht mal, wer noch nicht gemacht hat, erste Schritte, bevor ihr an irgendwelche Gegenstände oder Schilder geht, guckt mal bitte zuerst, wer kleine Maustaster hat, in welcher Kombination ihr Steine abbaut und wieder hinbaut. Und probiert das einmal kurz aus, weil das ist die Grundvoraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir diese Challenge machen können. Genau, also hier sind ganz tolle Sachen aufgebaut in diesem Mindtest-Server mit so einem Lernpfad und so, aber den zu durchlaufen, die Zeit haben wir jetzt nicht. Wer mit dem Computer da ist, bewegen tut man sich mit dem Tasten ganz klassisch B, A, S, D. Also B vorwärts, ne? S rückwärts, A links, D rechts. Total logisch. Genau. Springen könnt ihr mit der Leertaste. Wenn ihr höhere Bauwerke machen wollt, könnt ihr einmal die Taste K drücken. Damit aktiviert ihr den Flugmodus und dann könnt ihr die Leertaste gedrückt halten und in die Höhe aufsteigen. Also zuerst K aktivieren, genau. Und dann bitte nicht gleich wieder runter springen, sondern vorsichtig mit der Shift-Taste nach unten absenken, weil das ist total schade. Das geht nicht. So, wie sieht's bei dir mittlerweile aus? Hat geklappt. Hat geklappt, fantastisch. Dann hat vielleicht irgendjemand den Namen, den du eingegeben hast, mal mit verschiedenen Kombinationen schon ausprobiert oder so? Ja, wie auch immer. Es hat jetzt geklappt, ich bin glücklich. Danke dir fürs Nachfragen. Super. Genau, das müsstet ihr, wie gesagt, alle einmal probieren. Habt ihr das schon? Also ich weiß nicht, bei den mobilen Usern, da ist die Steuerung ein bisschen anders und vermutlich auch je nach Gerät. Deswegen kann ich das jetzt nicht für jeden Einzelnen sagen. Aber wer Schwierigkeiten hat, muss der ein oder andere im Raum, der dann auch helfen kann dabei. Genau, dann, wenn ihr alle schon mal vorwärts, rückwärts und zur Seite gelaufen seid, mit der Maus kann man sich umdrehen, wenn man die einfach hin und her bewegt, beziehungsweise die Mobilgeräte-User, die haben eine andere Funktion zum Umschauen. Genau, und dann vielleicht alle einmal die rechte Maustaste nutzen und die linke Maustaste, um zu gucken, was quasi passiert. Vielleicht gerne auch mal, also die, die am Laptop sitzen, wenn die sich hin und her bewegen, die haben in der Mitte vom Bildschirm immer so ein kleines Steuerkreuz. Seht ihr das? Ja. Und damit kann man die Richtung bestimmen, wo Dinge hingesetzt werden. Wenn man jetzt einen Stein sich ins Inventar legt, zum Beispiel könnt ihr mal ein Stück Erde abbauen, was ihr vor euch seht, oder ich weiß nicht, was ihr anderen vor euch seht. Ein Stück Erde oder Sand oder so abbauen mit der... Moment, ich habe was Falsches in der Hand. Wie kann ich den Stein in die Hand nehmen? Wenn ihr den habt, den wird eigentlich automatisch ins Inventar gelegt. Wenn ihr dann die Taste I drückt, also wenn ihr seht, ihr habt einen Stein entfernt, könnt ihr die Taste I wie Inventar drücken. Und dann kommt ihr in euer Inventar und alles, was in der obersten Zeile vom Inventar ist, habt ihr dann im sogenannten Schnellauswahlmenü. Und durch Drücken der Escape-Taste kommt ihr aus dem Menü wieder raus. Und mit welcher Taste setze ich den Stein dann dahin? Mit der entgegengesetzten, also wenn, Moment, du machst mit der rechten weg, dann setzt du mit der linken Taste dort hin. Nee, umgekehrt, mit der rechten Taste. Also links entfernt, rechts sechs, setzt rein. Genau, und jeder, wenn damit irgendjemand Schwierigkeiten hat, Steine dorthin zu setzen, der meldet sich mal bitte. Und dann könnt ihr gerne mal gucken, ob ihr es auch schafft, drei Steine übereinander zu platzieren. Das passiert immer, wenn ihr mal kurz auf den Bildschirm schaut. Seht ihr, wenn ich mit meinem Kreuz irgendwo hingucke, dann macht er immer so einen Rahmen um eine Fläche, die besonders hervorgehoben wird.
Und genau auf die Fläche platziert er die Sache dann. Habt ihr das gesehen? Das passt einfach, es passiert automatisch, wo man hinschaut. Und damit kann man gut erkennen, wo der Stein jetzt hingesetzt werden würde. Wie wähle ich einen Stein aus? Entweder kann man einen nehmen, den man abbaut, der landet dann automatisch im Inventar und den legt man sich dann in die Schnellauswahl. Und in die Schnellauswahl, das ist, Moment, ich muss mal kurz Escape drücken, das sieht man hier unten. Hier unten in dieser Zeile. Es ist gerade schlecht zu sehen, weil sonst kann ich es nicht zeigen. Okay. Da unten in der Zelle ist, kann man dann noch auswählen mit den Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8. Das ist dann die Schnellauswahl. Oder man kann auch mit dem Mausrad scrollen. Dann wechselt, geht ja die Reihe nach durch. Und dann könnt ihr euch die Sachen, die ihr haben wollt, dann nicht reinlegen und dann könnt ihr mit denen schneller bauen. Und wie kann ich es dann hinlegen, wenn ich es ausgewählt habe? Mit welcher Taste? Mit der rechten Maustaste. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Sind die Ressourcen endlich? Also habe ich nur 5 Steine zum Bauen oder 10? Oder? Also normalerweise hat man nur so viele Steine in meinem Test, wie man schon irgendwann mal abgebaut hat. Weil das alles sonst wesentlich schwieriger wäre für Teilnehmer, die das Spiel noch nie gespielt haben. War der Simon aber so nett und hat den Kreativmodus aktiviert. Das heißt, wir haben von allem unendlich und wir müssen nicht selber auf die Suche gehen, sondern können uns alles, was wir brauchen, einfach aus dem Inventar holen. Angelika, du hast was gebaut, gell? Ja. Sie will das jetzt kaputt machen. Ist in Ordnung. Ich kannst du dir eine Fackel in die Hand nehmen, mal im Inventar, bitte? Also. Da vorne ist er. Wenn du nicht willst, ist ja auch okay. Falls das nicht klappt, ist die andere Alternative, einen Block zu nehmen und das Wasser zuzubauen. Also quasi Erde reinzuschütten. Genau. So, ich gebe euch jetzt mal noch 2 Minuten zum Ausprobieren. Wenn ihr noch irgendwelche Schwierigkeiten habt, euch zu bewegen und zu bauen, meldet euch mal bitte jetzt. Ansonsten müssen wir gleich in die Hauptaufgabe gehen. Ich habe das Fackel, du kommst aber noch nicht aus dem Loch raus. Versuch mal kurz, ob es wieder funktioniert, wenn du aus dem Spiel rausgehst und da reingehst. Ob es dann funktioniert, weil was anderes fällt mir dann jetzt auch nicht ein. Den Flugmodus kann ich nicht einfach nur weil du sehr hoch bauen möchtest, dann ist es komfortabler. Also, wenn du es nicht hinbekommst, dann einfach unter Steine hinbauen.
Euer Wasserfall ist so anregend. Das ist total toll. Das ist so. Keine Ahnung. Ich würde gleich hier wieder. Ich habe ja eigentlich so gewohnt. Wo steht ihr denn? Wie heißen die im Spiel? Beide? Ja, finde ich. Versucht da hinten. Ich komme mal zu euch. Bitte schön, Wasserfall entfernt. Okay, geht wieder? Ja, dann ist ja wahrscheinlich okay. Okay, also sind jetzt alle mit der grundlegenden Steuerung vertraut? So halbwegs. Wenn ja, dann sollte jetzt bitte jeder sich mal zu einer Fläche begeben, wo noch nicht so viel gebaut ist, so an Kunstwerken und so, sondern irgendwo im Wald oder sich eine Freifläche Sand suchen oder eine Insel. Also irgendwo, wo noch Platz, wo Raum ist. Was haltet ihr denn von auf dem Dach, von diesem blauen Ding? Man kann auch aufs Dach gehen, aber wichtig wäre, dass ja jeder so für sich Platz hat, weil jetzt soll ja jeder... Also ein bisschen für sich erstmal bauen. Und dann wäre es wirklich gut. Also es geht ja darum, das Element eurer idealen Lernumgebung in Mindtest zu bauen, was euch in der Zukunft wirklich wichtig ist. Und dann ist es gut, wenn ihr euch überlegt, welche Aspekte wie Interaktivität, Nutzerfreundlichkeit, visuelle Umgebung, was auch immer, welche Aspekte euch besonders wichtig sind. Wer hat mich gerade getötet? Geht das? Ja, natürlich geht das. Links zerstört und rechts baut auf. Links geht auf gegen Menschen. Das sind aber Freifläche. Genau, ich hatte gerade so eine schöne Freifläche gefunden. Ja, also zusammen baut er jetzt nicht mehr. So, dann geht jetzt hierher. Okay. Genau, und dann sollte jeder sich, ich kann vielleicht nochmal ein kleines Warm-up und dann noch ein Warm-up machen. Ich glaube, es war genug Warm-up. Ja? Versucht mal jetzt jeder nach seinen Vorstellungen ein Element für eine optimale Lernumgebung zu bauen. Und das machen wir jetzt, Moment, jetzt haben wir es 23, 45 muss mal raus sein. Das heißt, wir haben jetzt noch gut 20 Minuten. Finde ich denn ein Bett? In den Häusern sind Betten, aber man kann sich auch selber eins bauen. ich würde sagen, jetzt sind 10 Minuten ab jetzt. Mit dem Lego hatten wir ja auch nicht mehr Zeit. Ne? 10 Minuten ab jetzt, also um... Und ich sage Bescheid. Ja, genau. Und dann baut jetzt jeder einfach mal ruhig vor sich her. Und wenn jemand Schwierigkeiten hat bei irgendwas, dann wendet euch gerne vertrauensvoll an Magnus oder mich. Ich bin Magnus jetzt einfach mal ein. So. Kennt sich nämlich auch aus dem Manchester. Nein. Und nach 10 Minuten stellt ihr eure Lösung vor und teilt die. Genau. Ich habe den Rechner abgegeben, ich habe keinen Stress. Hast du kein Handy? Nein, mein Handy geht nicht. Das gefällt mir nicht. Menschen machen, naja, du könntest dir eine Person. Also es gibt was, das nennt sich, glaube ich, ich gucke mal kurz, wie es heißt. Ja, es gibt da so eine Eier, du kannst die Igor machen oder den Händler kannst du dir machen und ich glaube, es heißt NPC. Ja, wenn ihr Menschen machen wollt und die Suche einfach mal NPC eingeben, da gibt es das Ei NSC, so heißt es eine Ei und NPC. Warum erschrecken es euch nicht? So, bist du auf alles drauf? Immer auf alles wahrscheinlich. Genau, und da das. Ja, genau, das sind Personen. Also, wenn du der Person hinstellen willst, dann kannst du das gerne machen.
Aber mit denen kannst du nicht so richtig doll interagieren, das musst du quasi erst einstellen. Aber du könntest zum Beispiel den NSC auch mit dem Dialog versehen. Genau, ihr solltet kreativ sein. Wenn ihr da Leute hinstellen wollt, könnt ihr das machen. Okay, wir suchen jetzt. Wir machen einfach so weit. Die laufen aber weg. Genau, die laufen wieder weg. Aber wenn ihr einen Stock in die Hand nehmt und den anklickt, wird der rechnen, weil es ist dann quasi euer Mensch, den könnt ihr nur ihr bearbeiten. Dann könnt ihr den mit dem Stock einmal antippen und dann könnt ihr einstellen, dass er umherwandert, stehen bleibt oder euch folgt. Okay. Das klingt ein bisschen nach Master Sleep. Diese Lernen auf Augenhöhe. Genau, was ist denn da aufgemacht? Also, ich bin echt die Menschen. Ja, bei NPC war jetzt nicht so mal richtig. Ich muss eh mal kurz. Was sag ich? Wo sind die? Hallo? Mensch, komm, töte den Magnus. Nein, hier wird nicht getötet, bitte. Das geht nicht. Wer tötet, wird gebannt. Richtig. Ich weiß nicht. Komme ich da mit dem Kasten? Komme ich da nicht hin? Mit der rechten Maustaste muss ich das geben. Aber jetzt müssen wir da umgehen. Genau. Du wirst nicht erkannt, ich mache das. Egal, ich muss nicht kaputt. Ich hole mir kurz meine Kaffee. Ja, ich weiß, ich kann da vorweglaufen. Plus. Ich habe keine Maus dabei. Ja, das wäre nicht. Und auch wenn ihr die Zahl einfach mal, guck mal die 6. Die 3, die wollten wir haben. Ja. Und jetzt können wir das mit was hinten machen. Oh, shit. Das ist dann, wenn du jetzt einen Stock in die Hand nimmst. Ich habe es jetzt gekillt, aber wie komme ich wieder zurück, wo ich nicht gerannt bin? Stock. Nein. Ich kann mir Stock oder Stick fest. Ich würde ja Stick sagen, oder? Ja, was war mit Stick? Genau, welches erste? Ich bin dran. Und jetzt passiert wohl, wenn man sieht, was ich eh was ist. Okay, dann macht das Geld wieder raus. Dann brauche ich leider dringend mal ein bisschen. Habt ihr hinten bei euch irgendwas? Gibt es hier unten noch mehr? Also da hinten sind auf jeden Fall Steckdosen überall, aber die sind ein bisschen weit weg, ne? Jetzt ziehen wir um. Okay. Gehört Anja irgendwie zu uns? Ja. Die töte dich gleich. Nein, die töte ich gleich. Ich kann nichts dafür. Ich habe irgendwie Lava ausgeschüttet und die. Wie kann ich den Lava wieder einfangen? Ganz schlecht. Ja, das ist schlecht, aber du könntest versuchen, sie zu überbauen. Oder Wasser aufgießen. Oh, Wasser geht. Okay. Das macht die Lava nicht weg, aber es ist eher härter. Was ist das denn? Das ist ja richtig. Ich baue da schnell was hin durch. Guck mal, aber wenn ich den Stock nehme, dann machen wir Löcher. Ja. Wasser, jetzt überschwemmst du mich. Stopp. Nein, ich brauche kein Wasser mehr. Ich habe hier schon die Lava extra. So irgendwie leckeres Spülen ein bisschen. Ich würde sagen, der Server ist nicht auf so intensive Nutzung ausgerichtet. Sorry, wer sagt, ich soll Wasser drauf kippen? Das ist doch etwas unkontrolliert. Guck mal, ich hab den Maus.
Was bedeutet das denn, wenn man ein Objekt hinstellt und das sich dreht? Dann ist es nicht hingestellt, dann hast du es einfach da lose hingeworfen und kannst es wieder einsammeln. Ah, wie sammle ich denn ein? Mit einem Linksknick. Ah, okay. Wie macht es denn da, wenn da bestimmte Richtungen ausgerichtet sind? Was? Also, ja, das ist ein bisschen tricky, da musst du dann auch mal ein bisschen probieren. Also bei einfachen Würfeln musst du gucken, wo du die halt hinsetzt, an welche Kante, damit du drauf guckst mit deinem Kreuz. Bei Treppen ist es nochmal ein bisschen mehr tricky, dann kommt es auf so Feinheiten an, mit dem richtigen Winkel, aus dem man guckt und so. Gerne einfach mal ein bisschen probieren. Da muss gemäß nach China, ist immer zu viel schnell raus. Das ist erstaunlich, wie schnell die dann riesen Gebäude hinsetzen mit kompletter Möblierung. Ja, das ist genau die Frage, wie setze ich was oben drauf, damit ich drauf springe, um es dann wieder von oben weiter. Genau, oder du kannst fliegen. Dann ist es ein bisschen einfacher, von oben drauf zu setzen. Oder du baust eine Hilfskonstruktion, weil die dann oben da ist. So wie Leitern. Ich finde es ganz schwierig, weil man weiß, was das für Menschen sind. Ja. Da kommt man in den Streit. Aber der Dress will. Was ist das denn für eine Stimme, die da im Internet würde ich sagen? Was? Du kannst dich auch so. Aber hier ist mit der Stimme hier immer mehr. Das ist ein Müll. So, das ist ein Müll. Das ist ein Ich habe es schon geschafft, ein Bett hinzustellen, aber wenn ich jetzt ein Bücherregal nebendran stellen möchte, geht's nicht. Muss ich da irgendwie die Perspektive ändern oder wie könnte das sein? Wenn du es genau daneben stellen willst, wäre gut, wenn du genau auf die Fläche daneben guckst. Ja. Also ich habe das ja hier gerade auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ich habe hier... Ich habe das gesehen, das hat mich inspiriert und ich wollte es an das Bett ranpacken und habe es jetzt in der Hand und wenn ich es hinstelle, dann dreht sich es, anstatt dass ich es einordne. Dann stellst du es mit der falschen Taste hin, dann wirfst du den Gegenstand immer weg und stellst ihn nicht dorthin. Benutzt du die rechte Maustaste dafür? Aha, ich muss rechts hinstellen, das erstmal auswählen und dann rechts hinstellen. Nee, dann dreht sich's, wenn ich mit rechter Maustaste es hinstelle. Mhm. Was hast du für ein Endgerät? Ich bin auf dem Microsoft-Rechner und habe eine Maus mit einem Rädchen in der Mitte, rechts und links, Klick. Aber dann solltest du eigentlich mit einem einfachen Rechtsklick immer die Dinge ins Spiel laufen. Mhm. Es sei denn, du hast irgendwas an den Standardeinstellungen verändert. Mhm. Dann kann es abweichen. Mhm. Aber das, wenn... 2, 1. Ich bin noch gar nicht fertig. Niemand kann nur nachts schlafen. Das ist eine Beschränkung. So, die Zeit ist rum, habe ich gerade gehört. Es ist jetzt 11.34 Uhr. Braucht ihr noch was Zeit? Ja, ich verteile mir so ein halbes Leben. Also so viele Leute wie wir sind, wäre gut, wenn wir jetzt noch kurz uns austauschen. Genau. Könnte es zum Beispiel von Ort zu Ort gehen und ganz kurz. Ja, wer will denn anfangen? Also ich kann echt mal ganz kurz meinen Anfang zeigen, so als Beispiel. Ich bin natürlich nicht fertig geworden, weil ich so viel geredet habe. Aber ich habe gedacht, Wasser ist ganz gemütlich, umgeben von Bäumen und ein paar Bücherregale, wo ich dann mein Wissen quasi dann unterbringen kann und mich vielleicht ansetzen kann, wäre vielleicht nicht schlimm. Und eigentlich sollte da noch Licht hinkommen und Sitzmöglichkeiten. Jetzt, zu wem soll ich denn geflogen kommen? Ich sehe hier drüben, achso, das ist Nicole, nehme ich mal an. Ja. Ich komme mal zu dir. Ich sehe dich und dein Bett. Ja. Und dann kannst du gerne mal erklären, was du dabei gedacht hast, was für dich die wichtigen Elemente sind. Hm.
Ich hab leider das nicht hinbekriegt, die Elemente alle hinzusetzen. Insofern erzähle ich euch das jetzt auf der Tonspur. Also ich finde, eine gute Lernumgebung braucht ein Bett, um ein Nickerchen zu haben. Den Rechner habe ich nicht geschafft hinzupacken. Die Binoculars habe ich auch nicht geschafft hinzupacken und ich wollte noch ein Enchantment Table hinmachen, um was zu zaubern. Ich wollte noch Bücher hinstellen, Crafting Guide und Multishelf, um schön zu lesen. Ich wollte mir Wasser dazustellen und Papyrus, um schreiben zu können. Also sozusagen abwechselnd zwischen aktiv und ausruhen wollte ich mir sowas bauen, aber leider habe ich es nicht gut hinbekommen. Insofern, das war's. Aber alle, die noch nicht fertig geworden sind, der Minecraft-Server wird nicht abgestellt mit dieser Session. Ihr könnt gerne, wenn ihr dann am Ende zu Hause seid und noch mehr Inspiration, noch mal fertig bauen und dann gerne mal ein Screenshot davon in Discord reinschicken. Und nur mit, wie hieß das, digital bei der DATEV? Ja, richtig, bei der DATEV ist da auch noch was. So, ich komme jetzt mal zu Seite. Wie sehe ich hier als nächstes, wenn ich mich drehe? So, wir haben ein bisschen gestruggelt. Okay. Stopp. Gib mal den Würfel. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall, ihr habt mich hier getötet. Wir haben versehentlich... Es gibt einen Barbecue. Also, okay. Genau. Wir haben versehentlich Igor 1 getötet. Also wir wollten ihn nicht töten, wir wollten ihm einen Stock in die Hand geben und dabei ist er uns leider hops gegangen. Es war echt peinlich. Das heißt, wir haben für uns war einfach klar, wir wollen Menschen haben, die wir zum Lernen, zu unserer Lernumgebung haben wollen. Wir hatten dann noch die Idee, so ein bisschen eine Quelle hinzutun, also so im Sinne von, das ist einfach so eine Wissensquelle. Die habe ich jetzt zwar gefunden, aber die habe ich jetzt nicht mehr geschafft, dahin zu tun. Also eher so ein bisschen die Frage, was brauche ich, so ein bisschen metaphorisch umgesetzt, weniger mit Bett und Regal, sondern eher so Menschen und Quellen. Mhm. Wir haben dann auch eine Floppy Disk gefunden, da haben wir uns gedacht, nee, also sorry, aber ich bin zwar echt alt, aber so alt dann auch wieder nicht. So, wer möchte als nächstes? Wer ist dann Hotig? Ich sehe Hotig. Hotig darf gerne einmal präsentieren. Wer ist denn in der Gruppe, wer hat sich denn... Ist das online, Hotig? Ich kann gerne weitermachen, dann müsstest du aber da irgendwie so an den Berg kommen. Claudia bin ich, da oben auf dem Hügel, irgendwo. Dann, ja, weil hier unten steht jemand von einer tollen Konstruktion, der Hotig heißt. Aber gut, dann komme ich jetzt zu Claudia. Ich bin da. Genau, da war's. Und ich mache mal ganz kurz Tag, bevor du präsentierst. Moment. So, dann sehen wir ein bisschen mehr. Es wird Licht. Genau. Das ist mein geschützter Raum, weil für mich ist einer Lernumgebung das Vertrauen wichtig. Das heißt, man kann unten reingehen in den geschützten Raum, kann sich austauschen, hat aber Fenster in alle Richtungen, kann gucken und hat oben aber auch noch Entspannung und hat einen kleinen Pool. Ich habe an euch gedacht in Nürnberg, ich sitze im kühlen Keller, aber ihr ja in der Hitze, dass man da halt auch noch reinspringen kann zwischendrin und einen Überblick hat. Warst du fertig? Ich glaube, wir haben zu früh geklatscht, oder? Egal. Ich war fertig. Okay, prima. So, wer möchte denn noch gerne sein Kunstwerk präsentieren? Ich sehe gerade so viele Namen gleichzeitig. Magnus, du? Ich weiß nicht, ob wir die schmeißen. Ja. Wo finde ich? Ach, da oben bist du. Dann bin ich ja ganz in der Nähe. Das fühlt sich gut. Ah, ja. Wenn du jetzt noch genau von vorn guckst, ja, sehr cool. Mhm. Genau. Ja, also ich habe nicht so viel Zeit gehabt, wie ich dachte. Aber natürlich gehören erstmal Personen dazu. Die sind mir ja weggelaufen. Das hat mir ja am meisten Zeit gekostet. Also man muss schon, also das ist ja auch ein schönes Symbol. Man muss ja auch schon auf was bieten für die Personen, dass die auch bleiben. Ja, damit man sich mit denen austauschen kann. Also Sharing is caring. Ja. Und deshalb haben wir natürlich da halt auch ein Whiteboard, wo wir zusammen dran schreiben können, Bücher, Regal, eine Postbox, digitale Geräte, aber auch ein Spiel. Da hinten ist so ein Schachspiel. Und ich habe natürlich auch mal so zwei, was machen die Häschen da? Sorry. Ich habe auch so zwei Häschen als Symbol für, ja,
wie heißt das, Haustiere? Bürohund, ja, also ja. Tatsächlich auch, das trägt ja zur Entspannung bei und das wäre so mein erster Schritt. Okay, jetzt haben wir, wer möchte als nächstes? Ich frage einfach mal, jetzt komme mit dir rein, oder nicht mehr hinterher. Also ich sehe noch Frank, Franziska, Sabrina, Angelika. Jetzt nochmal kurz, du bist Anja, Moment. Wie heißt du in dem Spiel? Anja. Hier, Anja ist doch hier. Guck mal, Anja, musst du mir da folgen. Wo bist du? Da. Ah, da unten. Jetzt irgendwo ist. Da, wo die Menschen. Ja, ja. Da ist neben der Lava, also das ist ja eigentlich nicht zu übersehen. Ne? Ja. Tatsache, okay, dann erzähl mal bitte. Ja, also ich habe auch erstmal eine gemütliche Atmosphäre geschaffen und dieses Sofa gebaut und dann habe ich versucht, da so ein bisschen Grün drumherum zu bauen. Unterschiedliche Blumen wollte ich pflanzen für die Vielfalt, womit ich mich in Lernumgebungen beschäftigen kann, dass da auch eine Auswahl ist. Und dann habe ich, das sieht man jetzt gar nicht so gut, so Farbeimer noch hingesetzt, so für auch selbst kreativ werden, vielleicht wir diese Lernumgebung selbst auch gestalten. Und auch für die gemütliche Atmosphäre noch ein kleines Lagerfeuer, falls das ein Lagerfeuer ist, dieses Feuer da vorne. Das ist, glaube ich, ein Goldhäufchen. Oh, okay. Ich dachte, ja. Lagerfeuer. Naja, aber ich habe auch genug Lava auf jeden Fall in der Nähe, also ja. Da. Und auf dem Sofa am Rand ist noch dieses Fernglas, um auch immer noch mal in die Ferne zu schauen, was gibt es denn noch, da den offen zu sein, auch für Neues. Und auf dem Sofa liegt auch noch ein Schwamm, alles aufsaugen, was geht sozusagen. Ja, genau. Das ist dabei noch ein kleiner Tipp am Rande, Blumen wachsen ganz schlicht auf Sand. Okay. Deswegen habe ich schon ein bisschen Rasen gemacht, aber ich bin noch nicht fertig geworden. Genau. Okay, so, dann habe ich hier... Wer war das mit der Lava? Das muss doch eigentlich genau in der Nähe sein. Ja. So, wir haben hier noch... Angelika, möchtest du noch was zeigen? Ja. Dann werfe ich mal den Würfel rüber. Hier ist viel gebaut. Von welcher Richtung aus soll ich gucken? So. Achtung, Würfel. Das ist mein Pool wieder weg. Oh nein. In der Mitte war eigentlich Wasser. Okay. Aber ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Handy, ehrlich gesagt, mit der Steuerung. Aber für mich gehört zu der Lernumgebung auf jeden Fall, die Menschen habe ich nicht hingekriegt, aber drei Bildschirme. Das soll symbolisieren, dass da mehrere Leute zusammensitzen können und vielleicht zusammen interaktiv sein können. Ich finde es auch wichtig, auch wenn man in dem Bett nur nachts schlafen kann, steht hier so, ne? Dass man sich eigentlich dazwischen auch mal ausruhen kann. Und eigentlich war in der Mitte noch ein Pool. Okay. Oder Wasser. Ja. Der wird gerade gereinigt. Und der Panda sitzt da zufällig? Der Panda, ich finde Tiere irgendwie ganz gut. Weil ich glaube, dass die von der Wohlfühlatmosphäre vielleicht was machen. Ja. Und es gibt Snacks. Ich glaube, ein Apfel soll es sein. Ja. Also Essen ist auch wichtig, um lernen zu können. Okay. Und da wollte ich eigentlich einen Vorhang hin machen, weil ich kein Freund von Türen bin, sondern haben wir auch bei uns tatsächlich im Büro, haben wir keine Türen, sondern nur Vorhänge, die man zuziehen kann. Und wenn sie zugezogen sind, heißt das so quasi, hier wird jetzt in Ruhe gearbeitet, aber Vorhang offen ist. Symbolisiert irgendwie so dieses bisschen offeneren Charakter von der Lernumgebung. Vorhang habe ich aber nicht geschafft, hinzubauen. Aber angedeutet. So, wer hat noch?